Herzlich willkommen bei einem neuen Montagscookie von Jo's Easy Kitchen. Für alle, die morgens zum Frühstück gerne ein Müsli essen oder auch Früchte, zeigen wir euch heute, wie ihr schnell, einfach und sehr gesund euch ein Frühstücksmüsli machen könnt. Dazu benötigt ihr Haferflocken und Haferbrei, wie in diesem Beispiel. Ihr könnt aber auch jedes mögliche andere Müsli nehmen, was euch am besten schmeckt. Einen kleinen Schluck Milch, 150 Gramm Joghurt oder eben einen Joghurtbecher, wobei ihr, wenn ihr Naturjoghurt nehmt, auch gerne einen Schluck Ahornsirup dazu machen könnt, einfach um dem Ganzen ein bisschen Süße zu geben. Ihr könnt aber auch einfach genau den Joghurt nehmen, den ihr am liebsten selber mögt. Das Ganze dann gut verrühren und am besten über die Nacht im Kühlschrank stehen lassen, damit die Haferflocken auch schön weich werden. Welche Zutaten oder Früchte ihr in euer Müsli macht, das bleibt euch ganz offen. In dem Beispiel haben wir Bananen, Pfirsiche und Äpfel genommen. Könnt aber auch einfach Himbeeren, Erdbeeren oder was euch auch immer in den Kopf kommt, da reinmachen. Alles, was ihr in euer Frühstücksmüsli macht, solltet ihr natürlich davor dann auch schön klein schneiden. Ihr könnt aber auch das komplette Müsli einfach direkt in einem sozusagen anrichten, also den Brei mit dem Joghurt machen und direkt die Früchte rein. Ihr müsst das nicht unbedingt über die Nacht im Kühlschrank stehen lassen, das ist einfach nur, damit es halt schön weich und gut schmeckt. Am Ende dann alles in eine Schüssel geben. Und ihr könnt dann auch noch die hier zum Beispiel gehackte Mandeln drüber machen. Und dann seid ihr auch schon fertig. Gurden.